User in your channel is recording. Ich will das Hamsterrad mal ölen. User in your channel is recording. Aha, hallo. Jetzt höre ich dich und mich nicht mehr doppelt. Das ist schön. Selbst das Hamsterrad ist still. Na toll. Ich muss noch kurz eine Heizung finden. Hier ist es bombastisch kalt drin. Mach das. Ich könnte mit meinen Nippeln Glas schneiden, aber ich habe nur Porzellan. Hier. 0,190 und 8 mal die Raute. Für 98 Cent herrscht bei uns Flaute. 8 mal die Raute. Na, mein Internet macht komische Sachen. Was denn, funktioniert's? Nein. Was tut denn? Warum reagierst du denn nicht? Ach, du hängst. Na toll. Ach ja. Weihnachtszeit ist ja die Zeit mit den meisten Selbstmorden. Ja. Ich verstehe es. Ja. Ach. Ich auch. Ich war nämlich auf dem Weihnachtsmarkt. Dem Mainzer. Ja. Siehst du? Den mit den vielen Lichtern. Ach, und Lichter. Den vielen Menschen. Lichter und Menschen. Das eine ist hell, das andere ist nicht ganz so hell. Ja, das eine ist hell, das andere hat Ketchup. Es hat überall Ketchup. Menschen haben Ketchup? Ja. Menschen auf Weihnachtsmärkten, vor allem Mini-Menschen, haben ständig was zu essen in der Hand, was Ketchup beinhaltet. Leider scheint Ketchup was zu sein, was mein Wollpullover sehr, sehr anziehend findet. Vielleicht bin ich auch einfach zu dick. Ja, wahrscheinlich. Und schwuppdiwupp hast du nämlich den Salat. Ich dachte Ketchup. Ja, Ketchup-Salat. Gilt Ketchup-Salat als Gemüse, weil es enthält ja Ketchup. Natürlich. Mit den wichtigsten Vitaminen. Zucker und Tomate. Mmh. Wie heißt das in diesem Quality Land? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ich komme nicht mehr drauf. Vesatsu oder so ähnlich. Gibt es auch als Riegel. Fett, Zucker, Salz. Oder Fett, Salz. Oh. Fett, ich weiß, es kommt nicht mehr drauf, wie es heißt. Klingt köstlich. Klingt ein bisschen wie so Milka Karamell. Ja. Oh, guck mal, es gibt ein Linux-Update. Das installiere ich jetzt mal on the fly, wie man so schön sagt. Oh. Du hast deine Fly on. Ja, nichts on außer meine Fly. Oh, das andere Device hat auch ein Linux-Update. Das sind diese Linux-Devices. Ja. Deswegen haben die Linux-Updates. Das, erklärt vieles, finde ich. Ich bin Computerexperte, ich weiß sowas. Ja. Hallöchen, Flöchen, wie geht's dir? Ja, wir nehmen ja heute auf am... Oh Gott, wir nehmen heute auf. Was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch. Mittwoch vor Weihnachten. 2018. Es ist der 19. Und bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja. Mein Baum steht und meine Kugeln sind rot. Das ist alles okay. Ich weiß, Schatz, ich weiß. Nee, irgendwie... Also nicht, dass ich sonst in Weihnachtsstimmung kommen würde, aber dieses Jahr ist es nochmal... Ich bin irgendwie die ganze Woche hier so am Rotieren, weil ich alles fertig kriegen will, damit ich dann tatsächlich ab Freitag dann den Rest des Jahres frei machen kann. Ja. Chancen stehen ganz gut, dass ich das schaffe. Sehr schön, sehr schön. Ja. Aber bis dahin
Die nächsten 2 Tage werden noch anstrengend. Mhm. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du alles ohne größere Zusammenbrüche über die Bühne bekommst. Ach, ich habe ja eine Axt. Yay! Hack, 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 hack. Du bist also dieser Hacker, von dem alle reden. Ja, ich sag ja, ich bin ein Computerexperte. Ach ja, sollte ich dich in Weihnachtsstimmung bringen? Ja, gerne. Willst du meine Zipfelmütze? Nein. Das letzte Mal, als ich was mit deinem Zipfel gemacht habe, hat deine Frau geschimpft. Ja, weil es ohne Mütze war. Naja, da hatte sie auch recht. Ach ja. Und sonst so. Ja. So ist das. Ja, schön. Ich habe mein Weihnachtsessen geplant. Okay. Ich habe auch fast alles zusammen jetzt. Ich mache Variationen von Surf und Turf. Mit ganzen Surfern? Ja, Surfer und Hai. Nein, ich werde 3 Sorten Fleisch haben. Naja, ja. 4, wenn man Bacon dazu zählt. Ja. Und 3 Sorten Fisch bzw. Meeresfrüchte. Mhm. Und dann noch ein paar Beilagen. Oh, Beilagen. Ja. Oh. Glasiertes Wurzelgemüse. Oh. Habe ich ausprobiert. Im Backofen. Es war lecker, aber ich werde es nicht im Backofen machen. Ich glaube, das ist in der Pfanne einfacher. Was wurzelt denn bei dir? Karotten, Pastinaken und vermutlich, wenn ich sie noch kriege, Petersilienwurzeln. Okay. Joa. Das Ganze so ein bisschen mit Honig, vielleicht auch ein bisschen Sojasauce dran. Ja. Auch rote Beete ist gar nicht zu verachten. Ich weiß, hätte ich normal auch genommen, aber ich koche ja nicht nur für mich. Ah. Ja. Und ich weiß, dass das nicht so beliebt ist. Ja, gut. Ist. Dann muss man da, ne? Gynäkologe ja. Spielen und Abstriche machen. Da werde ich dann also am Heiligabend viel Zeit in der Küche verbringen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob bei uns irgendwas Weihnachtsessensartiges geplant ist. Das wird sich wahrscheinlich spontan entscheiden, wenn wir morgen einkaufen gehen. Ich weiß, am 26. ist irgendwie hier zwecks Geburtstag der Frau High Life. Da gibt es entweder irgendwas mit Wild oder Schnitzel. Wildschnitzel. Mir soll es recht sein, also ist beides gut. Mhm. Was wir Heiligabend machen, keine Ahnung. Na, normal will ich am ersten Feiertag groß kochen, aber es wird übrig bleiben. Mhm. Und am zweiten Feiertag hat das Patenkind Geburtstag, also ja. Selbe Tag wie deine Frau. Aber anderer Mensch, oder? Ich glaube auch anderes Jahr. Ah. Sonst müsstest du mir was erklären. Ah. Ja. Na, letztes Jahr hatte ich ein 7-Gänge-Menü gekocht. Mhm. Also immer nur wirklich nur kleine Happen, aber dafür ja. Ja. Das packe ich diesmal halt alles auf einen Teller und dann ist auch gut. Ach, ach, ach. Klingt lecker. Ja. Übrigens. Ich denke, das wird schon. Niedrigtemperatur gegarte Ente. Oh. So glasiert und dann im Backofen einfach mal 2 Stunden auf 70 Grad. Ja. Ich letztes Jahr schon mal gemacht. Ist hauchzart. Ah, irgendwann lade ich mich beim Flo ein an Weihnachten, ob er will oder nicht. Für dich würde ich auch das Jahr über mal kochen. Das ganze Jahr über? Nein. Ach, verdammt. Weil meistens bin ich zu faul, selbst mir was zu kochen. Naja, okay. Heute gab es zum Beispiel eine Scheibe Brot. Naja, ja. 3.
Jetzt eben. Eigentlich eine gute Idee. Ich könnte nachher auch nochmal. Heute Mittag gab es ja nur Mensa-Essen bei mir. Was, ja, die, so eine textmarkerfarbene Currysoße mit angeblich Hühnchen. Also so Industriehuhnstreifen, wie du es auch fertig abgepackt kaufen kannst. Und dazu etwas, das laut Beschreibung normalerweise Reis sein sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Reis war. He won't believe it's rice. Ja, aber nicht auf die gute Art won't believe, sondern ich konnte es einfach nicht fassen, dass das jemand als Reis verkauft. Es hatte so die Konsistenz von gekochten Weizenkörnern. Aber das Aussehen von Reis. Vielleicht ist das wie bei den Simpsons, Malk. Ja, sowas. Fast Reis, nur billiger. Mhm. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ja, manchmal ist es besser. Ja. Und noch ein Brownie danach. Ah. Könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Vielleicht zum Wochenende. Also an Weihnachten. Ja. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Und Lust. Eher Lust. Ach, ach, ach. Ja. Aber ich hoffe dann, dass so Weihnachten bis Silvester dann einfach mal im Bett bleiben kann. Das klingt solide. Klappt nicht, es sind noch viele Geburtstage, aber mal gucken, welche ich umgehen kann, welche nicht. Ja, ich werde wohl arbeiten gehen müssen zwischen den Jahren mal. Nix. Ja, ach, eigentlich halb so wild, weil ich glaube, wir sind die Einzigen, die da arbeiten. Sprich, es werden nicht so viele Supportfälle reinkommen. Aber man kann halt mal schön irgendwie so Quatsch machen, der das ganze Jahr über liegen bleibt, wie Ablage. Ach ja. Kaffeemaschine entkalken. Ich habe entschieden, ich mache meine Ablage erst nächstes Jahr, weil warum soll ich die jetzt noch machen? Ich muss ja nächstes Jahr eh wieder andere Ordner anfangen. Ja, ja. Dann ja. Oh. Nein, ich bin jetzt momentan noch dabei, Prospekte einzutüten, die Ende des Jahres dann rausgehen. Das hoffe ich auch, dass das bis Freitag fertig ist, aber mir fehlen noch Adressaufkleber, die habe ich noch erst bestellt, aber die müssten eigentlich morgen kommen. Dann kann ich das alles soweit vorbereiten. Und auch an der Inventur bin ich schon und an allem anderen. Ja, ja. Ach, ach, ach. Oh nein. Nein? Oh nein. Ja. Ja, nein? Ja, nein. Spannend. Ich habe ja gerade zwei Devices laufen. Wie du ich erinnere mich. Im TeamSpeak auch siehst. Über das eine rede ich, über das andere nehme ich auf. Und auf beiden habe ich gerade dieses Update installiert. Nur das eine davon will jetzt aber neu starten. Später. Ja, wart noch 10 Minuten. Genau. Oder so. Ach ja. Na, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ich verschenke nicht viel. Also ja. Ja, ja, ich denke, aber ich verschenke nicht viel. Ich auch. Weil, ich glaube, nur die Frau kriegt dieses Jahr was. Ja, meine Eltern kriegen eine Kleinigkeit. Das Patenkind will Geld. Naja. Der Schnee ist auch wieder weg. Ja, bis leider. Auf einen Haufen.
Naja, ich war am Sonntag unterwegs. Es war nicht schön zu fahren. Okay. Ich habe dir auch gewunken, aber du hast gar nicht zurückgewunken. Ach, vielleicht habe ich da gerade irgendwie die Hände voll gehabt oder ich so. Ich habe genau gesehen, was du mit deiner Zipfelmütze gerade gezipfelmützt hast. Mist. Die Hände voll, ja, ja. Ich wusste doch, ich hätte die Vorhänge zumachen sollen. Ach, nicht unbedingt. Jetzt muss ich wieder mit der Spendendose durch den Ort rennen und, ne? Ja, und dann sagen die Leute, ich habe gesehen, was sie gemacht haben, können wir auch kontaktlos bezahlen. Ach ja. Was gewinnt man da eigentlich so bei so einem kontaktlos? Ich habe noch nie was gewonnen. Ich auch nicht. Wir sind heute wieder motiviert, oder? Ja, voll. Ich habe immerhin eine Tasse Kaffee. Diesmal sogar von heute. Ich habe nämlich gemerkt, wenn Kaffee erstmal 2 Tage alt ist, schmeckt er echt nicht lecker, wenn er aus der Mikrowelle kommt. Vielleicht musst du den Mikrowelle öfter mal sauber machen. Das könnte sein. Ja. Oh, ich bin verspannt. Also eigentlich bin ich nicht verspannt, aber mir tut alles weh. So muss ich das sagen. Ich habe gestern Morgen angerufen wegen einer Massage. Mhm. So um 9. Oh, hat hier gerade jemand abgesagt. Können Sie um 11? Ja. Und so eine Teilmassage hilft ja schon, aber tut halt höllisch weh. Vor allem, wenn du total verspannt bist. Oh, wow. Da habe ich noch nie über mich ergehen lassen, wollte ich aber immer mal. Und jetzt habe ich gesehen, hier irgendwie im Ort ist auch sowas. Vielleicht fahre ich da mal hin. Also ich kann es dir echt nur empfehlen. Okay. Du wirst überrascht sein, was dir alles wehtun kann. Aber es hilft. Das klingt vielversprechend. Na, dann testen wir das einfach bei Gelegenheit mal. So. Kommen wir zu was Fröhlicherem als Weihnachten. Noch fröhlicher als der Geburtstag unseres Herrn und Erlösers? Ja. Wir reden nur von dir. Ja, was denn? Mir fällt nichts ein. Ich bin heute auch nicht wirklich vorbereitet. Okay. Ich habe zwar wieder einen Film mitgebracht. Ja. Und dann haben wir ja noch was wir noch machen wollten. Eine Tradition fortführen. Ja, aber dann muss ich erst das Kameradings aufstellen und das Licht ein bisschen dimmen. Wirklich? Ach so, du meinst das andere, was wir schon immer mal machen wollten. Ich mag es eigentlich immer in vollem Licht. Aber naja, das andere, ja. Echt eine Tradition? Naja, wir haben zu Halloween angefangen mit dieser Tradition. Oh, diese Tradition. Ja. Wusstest du, dass Kermit der Frosch einen Doktortitel hat? Aber in was? Einen Ehrendoktor beim Southampton College. Seit 1996. Okay. So random Infos. Ja, dann stelle ich dir gerade noch den heutigen Film vor. Oh ja. Ich hatte ursprünglich einen anderen geplant, aber den heben wir für nächstes Jahr auf. Ich dachte, was Weihnachtliches heute, das passt besser.
Deswegen habe ich ausgesucht, Santa Claus Conquers the Martians. Also etwas Santa Claus bezwingt die Martianer. Okay. Das ist ein Film aus dem Jahr 1964, der als einer der schlechtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten gilt. Er ist auf einer Liste der schlechtesten Weihnachtsfilme auch auf Platz 2 gekommen, hinter dem Star Wars Holiday Special. Wenn du davon schon mal gehört hast. Ich habe gehört, dass so etwas existiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist aber nicht dieses Dings, wo Ilja Richter mitspielt. Ja, oder? Genau das. Oh Gott. Nein, ich habe einen viel schöneren Film ausgewählt. Da stellen die Marsianer nämlich fest, die marsianischen Kinder, die gar keine Kinder sind, weil sie schon mit erwachsenen Gehirnen geboren werden, die gucken sehr viel Erdfernsehen. Mhm. Und die sind halt immer schlecht gelaunt, weil sie nie so richtig Kinder sein können. Und dann stellt ein der Hohe Rat auf dem Mars fest, ja, die sind schlecht gelaunt, weil sie keine Kinder sind und weil es hier keinen Weihnachtsmann gibt. Also fliegen die Marsianer zur Erde und entführen Santa Claus. Es kommen dann auch noch zwei menschliche Kinder mit. Ja, auf dem Mars baut Santa natürlich eine Spielzeugfabrik. Was auch sonst. Mhm. Weil Marsianer brauchen Spielzeug. Und die Leute sind begeistert, aber es gibt natürlich auch einen Bösen. Der sabotiert die Fabrik und versteckt die Santa Claus Kostüme und bla bla bla. Aber Santa hat ja noch Kinder und Marsianer, die er zur Hilfe rufen kann, und so können sie das Weihnachtsfest retten. Und die Marsianer stellen fest, dass einer ihrer eher trotteligen Mitbürger ja genauso wichtig ist, und der wird dann der eigene marsianische Santa Claus. Während der echte mit den beiden Kindern zur Erde zurückkehrt, rechtzeitig für Weihnachten. Ja, das Ganze basiert auf einer Geschichte von Paul Jacobson. Der hat auch als Produzent hier fungiert und hat extra eine Produktionsgesellschaft gegründet für diesen Film. Es war das Einzige, was diese Gesellschaft je produziert hat. Ja, wahrscheinlich war es gar nicht so schlecht, um nicht mit dem ganzen Privatvermögen dafür zu haften. Also das Budget war $200,000. Ja. Das, ja, ist jetzt nicht hoch, aber auch 1964 ist nicht so hoch, aber das dagegen damals natürlich noch. Ich glaube nicht, dass er so ein besonderer Erfolg war. Es gilt als relativ sparsame Produktion, das ist nett ausgedrückt. Die New York Times hat geschrieben, es wäre wie eine Kinderfernsehsendung, die man für die Kinoleinwand vergrößert hätte. Und die katholische Filmkritik, auf deren Meinung ich ja immer sehr viel gebe, nannte das Ganze dummes Geschwätz und ein Low-Budget-Flop, der von unsinniger Sentimentalität überflutet werde. Gab nur einen von 5 Nägeln. Ja. Kein Kreuz für dich. Ist nicht nur einer der schlechtesten Weihnachtsfilme, er ist auch in der Liste der 50 schlechtesten Filme aller Zeiten. Oha. Aber er gilt auch als, ja, mittlerweile so als Kultstreifen und ein sehr, sehr schlechter, lustiger Science-Fiction-Film. Ja, das war Weihnachten. Danke, Flo. Gerne. Übrigens, in ihrer ersten Fernsehrolle oder Filmrolle, Pia Zadora. Sagt ihr der Name was? Mir auch nicht, bis ich nachgeguckt habe. Okay. Die hat nicht sehr viel geschauspielert, aber die hat gesungen. Zum Beispiel When the Rain Begins to Fall. Ach was. Ja. Sie hat, nachdem sie diesen Film gemacht hat, 1964 den nächsten erst 1981 gedreht. Ich glaube, das war doch ein Schock damals für die damals 10-Jährige, dass sie da nicht mehr machen wollte. Witzig. Ha.
Ja. Das nächste Mal gibt's dann Porno. Yay! Endlich was, wo ich mitreden kann. Vielleicht. Was sagen Sie dazu? Flop, 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 flop. So, was machen wir denn jetzt? Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ah, das ist gut. So. Oh. Mein Stuhl knarzt. Ja, dein Stuhl. Ja. Das ist nur wieder dein Rücken. Ja, ich sitze auf meinen Beinen, dann ist das alles eins. Hast du denn auch mal Themen mitgebracht? Wieso? Findest du unseren Podcast ein bisschen einseitig? Meine Rolle etwas zu passiv? Nicht nur im Podcast. Ja, so mag ich's halt. Ich und Themen? Nö. Flo, nö. Dafür müsste ich mich ja dann vorbereiten. Ja. Ich könnte dir erzählen, dass ich wunderbare, in Anführungszeichen, neue Musik gefunden habe. Gerne. Ich habe neue Musik gefunden. Oh, cool. Ja. Ansonsten. Ne? Ja. Work, work, Uni, Uni. Wusstest du, dass der älteste deine Mutterwitz auf einem babylonischen 3500 Jahre alten Texttafel-Dings gefunden wurde? Es gibt zwei Möglichkeiten, was jetzt passiert. Entweder du erzählst mir einen furchtbar flachen Witz und ich fall bald vom Stuhl vor Lachen oder vor Heulen oder voll die archäologische Neuigkeit und ich werde sehr staunen. Das war's eigentlich schon. Oder ich werde enttäuscht und mitten in meiner Erwartungshaltung einfach hier hängen gelassen, wie ein Apfel an einem Baum. Naja, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Forscher haben das halt entdeckt auf so einer Steintafel. Witzig. Gefunden im Irak 1976. Hm. Wie der Witz heißt, schreiben sie hier nicht. Schade. Was würde eigentlich passieren, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wird jetzt wachsen? Das ist bekannt als das Pinocchio-Paradox. Ja, das klingt schon richtig nach Quantenmechanik. Das ist ja. Wenn ich schon mal einen Physiker hier habe, ausnahmsweise mal, würde ich sagen, entweder so oder so. Entweder sie wächst oder sie wächst nicht. Das wird niemand wissen, solange keiner nachguckt. Ja, wenn ein Pinocchio fällt im Wald und es ist keiner da, der ihn hört. Holz. Ja. Irgendwas mit einem Vorfaktor 1 durch Wurzel 2, das weiß ich. Aber
Ansonsten. Ja, bitte? Nichts, nichts. Ja, hier ist ein Fakt, den habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gelesen. Dass Dolly Parton mal in einem Dolly Parton-Ähnlichkeitswettbewerb verloren hat. So wie der Chaplin Charlie. Ja. Der auch nicht wie Dolly Parton aussieht. Ja, aber dafür haben sie dem seine Leiche geklaut. Wahrscheinlich, weil sie dachten, es wäre Dolly Partons Leiche. Ja, lebt die eigentlich noch? Das wollte ich auch gerade fragen. Ach, Flo, ach, Flo. Ach, Flo, ach nee, ich bin das ja. Wusstest du, dass Ronald McDonald in Japan einfach nur Donald McDonald heißt, weil es einfacher ist auszusprechen für die Japaner? Das klingt im ersten Moment nach einem bisschen rassistischen Witz. Es wurde aber tatsächlich von McDonald's 1971 geändert. Sieh an, sieh an. Na, dann führen wir jetzt mal unsere Tradition vor der Feiertagsfilmbesprechungen. Yay! Nachdem wir an Halloween den großen Kürbis hatten, gibt es heute fröhliche Weihnachten, Charlie Brown. Yay! Wo gibt's das Kommando zum Abspielen? Ja. 3, 2, 1, los. So, wir sehen eine winterliche Landschaft, es fällt Schnee und viele Kinder wuseln auf einem gefrorenen See herum und laufen Schlittschuh. Wie man das halt so macht. Und wegen der limitierten Animationen machen sie immer genau die gleichen Bewegungen. Unsere Helden verlassen auch das Haus, Charlie Brown und Linus. Währenddessen singt im Hintergrund ein Kinderchor Schneeflöckchen, Weißröckchen. Und Charlie Brown sieht nicht zufrieden aus. Du wärst auch nicht zufrieden, wenn du Charlie Brown wärst. Ich bin auch so nicht zufrieden. Oh, er ist nicht glücklich. Nicht in Weihnachtsstimmung. Er fühlt sich nicht, wie er sich fühlen sollte. Tja, der arme Charlie Brown ist Weihnachten immer niedergeschlagen. Von allen Charlie Browns der Welt bist du der Schwierigste. Ich mag das im Cartoon, im Original. Von allen Charlie Browns bin ich der Charlie Brownigste. Snoopy fährt auch Schlittschuh ohne Schlittschuh. Wobei die ganzen Kinder nicht so fröhlich aussehen, wenn sie über den See gezogen werden. Na. Oh, Charlie Brown wird von der Schmusedecke erwürgt. Und kracht gegen einen Baum. A Charlie Brown Christmas. Ach, wie schön. Ich mag ja an Charlie Brown, dass er so eine deprimierende Figur ist. Jetzt geht er zum Briefkasten. Und telefoniert?
sowas. Keine Weihnachtskarte. Feiertage doof, keine Freunde. Ja. Tja. Sarkasmus ist auch nicht die Stärke der anderen Kinder. Nein. Oh, ein Schneemann, der sehr dreckig ist. Das muss von dem dreckigen Kind gemacht worden sein. Ja. Und Snoopy ist Knochen komplett. Ja, der kann auch nur Charlie Brown nur den Kopf schütteln und geht weiter. Und die anderen Kinder essen Schnee. Weißen Schnee. Ja. Ja, die Dezember schmecken auch noch nicht. Die Schneeflocken sollen lieber bis Januar warten. Stimmt. Damit die auch schön reif sind. Mhm. Werfen die Kinder alle mit Absicht an der Dose vorbei? Oder? Ich glaube nicht. Okay. Aber jetzt kommt Linus, der seine schmusendecken Schleuder hat. Und der kann das natürlich. Die Methode gefällt mir. Ja. Tja, es hört auf zu schneien. Und Charlie Brown geht zur Therapeutin. The doctor is out, aber das Schild wird real in. Natürlich muss Charlie Brown im Voraus bezahlen, die 5 Cent. Ist bei dir auch der Ton weg? Nein, ich hab Ton. Oh, bei mir ist gleich das Video abgeschmiert. Wieso das denn? Das Psycho-Mädchen freut sich einfach sehr über das Kleingeld. Ja. Ah, jetzt läuft's bei mir wieder. Also Lucy führt jetzt ein paar Ängste auf und versucht herauszufinden, was Charlie Brown fehlt. Haben Sie eine Pantophobie oder nicht? Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr ganz synchron. Stimmt, du bist ein paar Sekunden weiter vor mir. Oh. Also bei mir ist Lucy jetzt im Salto geschleudert. Und genau, das ist bei mir auch gerade. Gut. Er braucht eine Aufgabe, die mit Weihnachten zu tun hat. Die Regie beim Weihnachtsspiel soll er übernehmen. Der gute alte Charlie Brown. Ja. Wir haben sogar Hirten. Und eine Weihnachtskönigin. Oh. Snoopy geht vorbei. So vollkommen unmotiviert. Ich muss ja gestehen, nach unserem letzten Charlie Brown Film warte ich die ganze Zeit auf irgendwelche Kriegsflashbacks von dem Hund. Ich habe den hier schon lange nicht mehr geguckt, aber es ist möglich, dass da irgendwas auch noch kommt. Snoopy trägt... Ja? Ich sag nichts. Snoopy dekoriert jetzt weihnachtlich seine Hundehütte. Ja. Es gibt einen Weihnachtsdekorationswettbewerb und Snoopy will da Geld gewinnen. Geld, Geld, Geld. Ah, Charlie Brown ist zu kommerziell geworden an Weihnachten. Typisch. Da ist seine Schwester. Ach, dann ist seine Schwester. Ja. Sie will das. Gar nicht so ähnlich. Naja, sie haben dieselbe Augen.
Sie sind beide gezeichnet. Ja. Er soll für sie einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben. Hattest du einen schönen Sommer, lieber Weihnachtsmann? Das, was man halt fragt. Ja, die Wunschliste soll nicht unnötig kompliziert werden. Aus Zeitgründen soll der Weihnachtsmann hier einfach Geld schicken. 10er und 20er am besten. Ach, guck mal, das Stinkekind spielt Bass. Ja. Und guck, wie schön die anderen tanzen. Aber der Hund spielt auch Bass. Also es ist jetzt das Weihnachtsspiel. Und die anderen sind nicht so begeistert, dass Charlie Brown der Regisseur ist. Snoopy putt ihn aus. Aber Charlie Brown hat sogar so einen Regie-Klappstuhl. Und eine Flüstertüte. Tja. Er scheint sich wirklich Gedanken gemacht haben. Ja, er gibt sich wirklich Mühe. Ja. Warum tanzen sie jetzt schon wieder? Warum sind zwei Kinder identisch, bewegen sich nur entgegengesetzt? Die mit dem lila Kleid. Ja. Der eine moonwalkt. Ja, vor allem haben sie scheinbar alle irgendwie wirklich Haltungsschäden. Aber extrem. Ich würde es auf Drogen schieben. Okay. Aber Charlie Brown sagt jetzt mal ein Machtwort. Genau. Sollen aufhören zu tanzen. Immer richtig. Jetzt werden die Rollen verteilt. Haben Ehefrauen von Gastwirten der Natur locken? Jedes Weihnachten. Musstest du auch früher immer einen Hirten spielen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals... Oder warst du ein Schaf? Dieser Hund irritiert mich, entschuldige. Snoopy ist toll, oder? Snoopy war jetzt ein Schaf, eine Kuh und ein Pinguin. Und ein Geier. Und ein Geier. Und jetzt ist er Lucy. Ja. Ich war, glaube ich, nie bei einem Krippenspiel dabei. Ein Hund hat mich geküsst. Giftige Hunde verzählen. Linus denkt so wie ich. Warum soll man so einen Blödsinn lernen? Warum? Welche Rolle hat denn dieser Linus jetzt überhaupt bekommen? Das ist bis jetzt noch nicht verraten worden. Ah, okay. Ein Schafhirte, ah. Ah. Also wir haben jetzt die Gastleute, zwei Hirten und das war's. Ja. Das ist sehr weihnachtliche Musik, die Schröder spielt.
Sie hat Angst, dass der Staub ihre Naturlocken kaputt macht. Ja, wer hat das nicht? Ja. Deswegen klopft man ja auch oft die Unterhose aus, damit das nicht passiert. Man dreht die doch einfach nur auf links, oder? Ja, das ist dasselbe. Und hopst zweimal. Das nennt man Sprungkraft. Ah, jetzt kommt auch Sally. Wer ist Sally? Seine Schwester. Ah. Natürlich spielt sie die Frau von Linus. In den sie verliebt ist. Der Hund hat Hunger, deshalb gibt es eine Pause. Ich glaube, Charlie Brown nimmt das Ganze zu ernst. Man kann das zu ernst nehmen? Ja, ich denke schon. Aber. Du hältst mich doch für eine Schönheit, gell, Charlie Brown? Oh je. Ich hasse es, wenn Menschen das tun. Ich auch. Jetzt tanzen und musizieren sie wieder. Zu dem gleichen Lied wie die ganze Zeit schon. Ja. Und Charlie Brown verzweifelt. Wir wissen alle, dass Weihnachten nur noch ein Geschäft ist. Ein großes Geschäft. Ja. Jetzt will er einen Weihnachtsbaum. Ein großer, glänzender Aluminium-Weihnachtsbaum. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ganz traditionell. Full-Metal-Weihnachtsbaum. Rosa lackiert will sie ihn haben. So trägt man die Weihnachtsbäume heute. Ich frage mich, warum Charlie Brown nicht auf die Schmusedecke tritt, wo er doch eigentlich da auf die Schmusedecke tritt. Er ist nicht mehr. Und was waren das für Flakscheinwerfer da eben? Tja, das ist der Weihnachtsbaumverkauf. Es gibt rosa Weihnachtsbäume. Und karierte. Sogar aus Aluminium. Ja, es ist echt Weihnachtsstimmung, diese rosa Dreiecke aus Metall. Mhm. Naja, es sind auch lila und gelbe dabei. Und ein echter. Ach ja. Ich habe das übrigens so als kleine Plastikfiguren. Auch Weihnachten, auch Charlie Brown mit diesem Baum. Ich weiß nicht, wo ich sie habe. Ich müsste sie euch mal rausstellen. Als Weihnachtsdeko. Das ist ein wunderschöner Baum, der aus zwei Ästchen und ein paar weniger Nadeln besteht. Zurück auf der Bühne will Schröder jetzt die Weihnachtsmusik vorspielen. Aber er spielt nur für Elvira. Ja. Er ist halt ein Beethoven-Fan. Oh, jetzt hat Lucy Beethoven beleidigt. Oh Gott. Gibt es eigentlich dein Beethoven-Witze? Bestimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, erzählt uns dein Beethoven-Witze. Genau. Oh, Snoopy hat sich hinter dem Klavier versteckt. Und wippt jetzt fröhlich mit dem Fuß. Und tanzt auf dem Flügel. Jetzt guckt alle schon
Casaccio? Ja, selbst ohne Musik. Ja. Es geht ja wieder. Peinlich berührt. Der Hund hat einen Knall. Endlich mal was Weihnachtliches. Jetzt wird Jingle Bells gespielt. Irgendwer hat den Flügel auf Orgel umgestellt. Er spielt nur mit einem Finger und Lucy ist begeistert. Der Baum hat mehr Äste bekommen. Ja. Nadelt noch genauso. Oh, gleich wird Charlie Brown zum Hulk, oder? Sagen wir so. Alles das, was in diesen Charlie Brown-Filmen passiert, finde ich eine gute Rechtfertigung dafür, nie mehr was mit Menschen zu tun haben ja. zu müssen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es einen Film gibt, Happy Amoklauf Charlie Brown. Ja, ne? Der Baum wird immer grüner. Ja, und immer palmwedeliger. Ach, das, ja, palmwedeln, ach. Aber erst an Weihnachten. Ja, damit der Schnee fällt. Leise rieselt der Schneesprötz. Und jetzt erzählt Linus die Weihnachtsgeschichte. Fürchtet euch nicht. Ja. Ich glaube, Linus wird irgendwann mal so Fernsehprediger oder sowas. Oder Versicherungsheini. Oder beides. Oder beides. Sie haben Angst vor dem Leben. Jesus-Versicherung. Aber jetzt ist Charlie Brown mehr in Weihnachtsstimmung. Er freut sich jetzt über sein Bäumchen. Und geht weg? Ja. Ja. Charlie hat was left richtig. The building. Und alle anderen schleichen ihm nach. Charlie verlässt auch das ganze Schulgelände oder was das war. Ich finde es ja interessant, wie im Hintergrund die Bäume alle so schief stehen. Echt? Ja. Mir hat gar nicht aufgefallen. Sieht man es auch nicht mehr. Er steht jetzt in einer sternenklaren Nacht. Und es gibt noch ein bisschen religiöses Blablabla. Er nimmt jetzt den kleinen Baum mit nach Hause. Und wird ihn schmücken und er wird wunderbar aussehen. Und er freut sich jetzt endlich und lässt sich sein Weihnachten nicht mehr von den anderen ruinieren. Snoopy hat übrigens mit seiner Hunde den ersten Preis gewonnen. Das heißt, er hat jetzt Geld, Geld, Geld? Vermutlich. Aber das ist Charlie Brown jetzt auch egal. Er klaut ein bisschen Deko. Ja, er nimmt eine Kugel, die schwer genug ist, um den Baum krumm zu machen. Und jetzt weint er. Alles, was ich anfasse, geht kaputt.
Die anderen Kinder kommen nach und stehen jetzt mit dem Baum rum. Linus macht ihn wieder hart, stellt ihn wieder auf. Und die anderen bauen Snoopys Hundehüttendekoration ab und hängen den ganzen Scheiß an den Baum. Und auf einmal ist der Baum sehr füllig. Ja. Wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Charlie Brown ist zwar ein Dummkopf, aber sein Baum ist wirklich sehr hübsch. Und jetzt singen sie alle. Im Standbild. Ach nein, doch nicht. Sie bewegen sich zwischendurch mal. Sie singen Lululu. Das berühmte Weihnachtslied Lululu. Wie es schon unsere Väter und Vorväter sangen. Jetzt kommt Charlie Brown und unterbricht sie. Und ist ganz entsetzt über den Baum. An dem Zähne hängen. Ja, und eine Metallkette. Ja. Wie immer Weihnachten, oder? Ja, aber die gehört doch nicht an den Baum, sondern ist, na. Und jetzt singen sie alle, es schneit wieder und der Abspann kommt. Ach, Flo. Es fehlt wirklich so eine Kriegsgeschichte, oder? Ja. Mein Kaffee ist leer. Ja. Das war Fröhliche Weihnachten, Charlie Brown. Ein Träumchen. Und was machen wir mit dem angefangenen Nachmittag? Ja. Ich glaube nichts mehr, oder? Weiß nicht. Hast du noch Lust? Also es gibt noch ein Prost Neujahr, Charlie Brown. Ja, das heben wir uns dann auf für in 2 Wochen. Okay. Ach ja. Aber wieder ein nettes Special. Vielleicht kein Meisterwerk, aber es gab schon Schlimmeres. Aber schön, dass Charlie Brown damals schon so kritisch Weihnachten gegenüber war. Ja. Ist übrigens aus dem Jahr 1965. Ja. Naja, spätestens, also vielleicht nächstes Mal, dann Prost Neujahr und spätestens, wenn der Osterbeagle kommt. Wir müssen das hier noch bis Ostern weitermachen. Nein, das ist dann unsere nächste Folge, die erste im nächsten Jahr. Gott sei Dank. Ja, wobei, bis zum nächsten Podstock müssen wir es schon durchhalten. Ja, ich denke schon. Oh, ich lese hier gerade, dass der Aluminium-Weihnachtsbaum der echt der heiße Scheiß war, gerade so von 1958 bis 65. Was? Ja. Und ab 1967 wurde er nicht wieder weiterhergestellt, weil er dann total out war. Es gibt noch mehr Charlie Brown Weihnachtsspecials. Mal gucken, wir haben ja nächstes Jahr noch. Flo, diese Weihnachtsbäume sind so unfassbar hässlich. Ich weiß, ich sehe sie auch gerade. Da haben mir diese pinken Dreiecke echt besser gefallen. Ja, definitiv. Ich meine, wie kommt man denn darauf? Ach, vergiss es, Menschen sind blöd. Ja, darauf können wir uns einigen. Ein schönes Wort zu Weihnachten. Ich twittere mal den Wikipedia-Artikel.
Einfach ohne Kommentar. Okay. Ach ja. Ja, wir können jetzt eigentlich das ganze Jahr über durchmachen. It was a short summer, Charlie Brown. When Wahl ist, you're not elected, Charlie Brown. So Valentinstag, there's no time for love, Charlie Brown. Ach. A Charlie Brown Thanksgiving. It's the Easter Beagle, Charlie Brown. Oh Gott. Valentin ist natürlich auch Be My Valentine, Charlie Brown. Ach, Gott sei Dank, ich bin wieder da. It's Arbor Day, Charlie Brown. Oh je. Ist das hässlich? Snoopy the Musical. Apropos, Flo, wann machen wir unsere Musical-Folge? Ich bin schon ganz heiß drauf. Im nächsten Jahr. Okay. Dieses Jahr singe ich nicht mehr. Glaube ich. Was machst du an Silvester? Früh ins Bett gehen. Nein, ich weiß es noch nicht, aber ich werde nichts machen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich einfach dann noch bis ins nächste Jahr einfach ein paar Tage Ruhe habe. Ja. Oh mein Gott. It's Flash Beagle, Charlie Brown, aus dem Jahr 1984. Mit einem Flashdance Snoopy. Ach, nächstes Jahr gucken wir uns irgendein Muppets-Special an. It's a Kermit Christmas. It's not easy being a podcaster. Ja. Niemand sagte, dass es leicht werden würde. Es spricht nur halt keiner drüber, wie hart es wirklich ist. Ah ja. Hihi, hart. Ach. Ja, Mensch, das war doch hier... wieder sehr festlich. War wieder so eine Folge, ne? Ja. Habe ich dir schon erzählt, dass wir irgendwann mit unserer Nummerierung durcheinander gekommen sind? Kann gar nicht sein. Nur einmal bislang. Ja. Ist aber auch egal. Glaube ich. Und zwar an dem Punkt, wo wir dazu übergegangen sind, dass du die Folgen benennst. zwischen dir und mir gab es irgendwo dann eine kleine Differenz in der Zählweise. Aber seitdem geht's wieder. Seit du das machst, ist das wieder konsistent. Es ist ja auch nicht so, dass wir eine Lost-Episode hätten. Wir haben nur eine zu viel. Genau. Ah. Mal gucken, wie ich diese Folge nenne. 24 wäre doch schön wegen Weihnachten. Bei welcher Nummer sind wir überhaupt? Ist das schon die Nummer 10 heute? Ich glaube sogar schon 12 oder so. Was? 7, 9, 10. Das war letztes Mal Nummer 10. Dann ist das wohl Folge 11. Es sei denn, wir haben uns verirrt, dann ist es schon 12. Das kann natürlich auch sein. Ja. Du könntest natürlich einfach mal zählen, wie viele Folgen es schon gibt, ne? Könnte ich auch, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dann habt ihr jetzt die Folge 12 gehört. Genau, die aber Folge 11 heißt. Nein, die nennen wir auch einfach Folge 12, dann gibt es die Folge 11 nicht und die doppelte Folge ist dann halt, ach, vergesst es. Das klingt komisch. Das heißt, dass sie jetzt eigentlich Folge 13. Was? Nein. Ich, Mimimi. Was? Naja, die 11. Folge hieß Folge 10. Nein, die 11. Doch. Folge hieß Olga. Du machst das schon, Flo. Wir können ja einfach unseren Beitrag zum Adventskalender als Folge... Jetzt bin ich 14. Durcheinander. Nein, 11. Warte.
als Folge 11 ansehen und nennen die hier einfach Folge 12. Denn ihr könnt uns auch hören im Adventskalender bei Early Bird, gemacht von der wundervollen Steffi, die das ja auch in den letzten Jahren schon mit dem wundervollen Herrn Ralf gemacht hat. Da reden wir auch Blödsinn. Aber oh ja, kürzer. Freut euch. Und hiermit natürlich auch Early Bird Mark. Ja, habe ich das nicht gesagt? Weiß nicht. Ich dachte, ich hätte es gesagt. Da findet ihr das nämlich in den Adventskalender. Könnt ihr gerne reinhören, da sind viele lustige Sachen dabei. Oh ja, ich habe die Folge gehört und habe voll lachen müssen, weil ich mich an viele Dinge gar nicht mehr erinnern konnte. Ich habe es nicht gehört, ich hätte weinen müssen. Gut. Nein. Schlecht. Ja. Fertig? Nein. Mist. Dann erzähl uns doch was. Okay.